Also willkommen zum Vortrag heute Abend beim Köln-Club über scheinbar unmögliche Haskell-Programme. Und zwar möchte ich anfangen, indem ich ein Prädikat definiere. Und zum Beispiel dieses Prädikat. Also P nimmt eine Liste von Bools und gibt ein Bool zurück. Und zwar prüft man dieses Prädikat P, ob in der Liste von Bools sowohl das dritte als auch das fünfte Element beide true sind. Das ist ja gar nicht total. Doch, es ist total. Also ich... Ja, genau. Und also mit diesem Typ hier meine ich im gesamten Vortrag den Typ der unendlich langen, komplett wohl definierten Listen von Bools. Ja? Genau. Okay, und jetzt kann ich noch ein zweites Prädikat definieren, sagen wir Q. Und das da ist vielleicht definiert hier als 2 plus 3. Okay, also wir als Menschen sehen natürlich, dass P und Q identisch sind. Aber man kann nicht erwarten, von Haskell zu entscheiden, dass das gleich ist. Ne? Also das im Allgemeinen hätte ich hier auch einen komplizierteren mathematischen Ausdruck hinschreiben können und dann wäre es im letzten Halteproblem rauszufinden, ob P und Q gleich sind. Aber jetzt kann ich angeben, P gleich gleich Q und es kommt einfach instantan die Antwort, ja, die beiden sind gleich. Ich kann auch noch ein anderes Prädikat definieren zum Test, ja, dass ich nicht hier einfach die konstante True-Funktion implementiert habe. Ja. So, P gleich gleich Q. Wir Menschen können sofort übersehen, dass P und R nicht gleich sind. Und tatsächlich, die beiden Funktionen sind false. Okay, das ist ein scheinbar unmögliches Haskell-Programm, weil es ist schon ziemlich krass, alle Funktionen, je zwei Funktionen von diesem Typ miteinander zu vergleichen. Ihr müsst euch die Krassheit wirklich vor Augen machen und ganz klar vorstellen. Um zu prüfen, dass zwei Funktionen gleich sind, müssen wir testen, dass sie auf allen Eingaben immer dasselbe bewirken. Wie viele Eingaben gibt es hier? Das ist der Typ der unendlich langen Listen von Bools. Von denen gibt es überabzählbar unendlich viele. Also prinzipiell müssen wir überabzählbar unendlich viele Folgen durchgehen und schauen, ob da P und Q immer dasselbe machen. Und erst dann haben wir die Gewissheit, dass P und Q komplett identisch sind oder eben nicht identisch sind. Wie ihr aber seht, ne, ging das schneller als überabzählbar unendlich viele Fälle durchzugehen. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen. Zum einen, um die Krassheit hier wirklich würdigen zu können, möchte ich kurz erklären, was Überabzählbarkeit ist. Ja? Weil wenn die Eingabemenge hier nur abzählbar wäre, dann wäre es ein bisschen weniger krass. Aber damit man den Unterschied weit wertschätzen kann, muss man den Unterschied kennen. Ja? Okay, und dann wollen wir versuchen, das zu verstehen, warum das klappen kann. Ja? Okay, also kurz Überabzählbarkeit und Abzählbarkeit. Ja? Eine Menge heißt genau dann abzählbar, das war auch eine Übungsaufgabe von unserem Workshop, eine nachträgliche, wenn es eine unendliche Liste gibt, in der alle Elemente der Liste vorkommen. So, Prototypbeispiel, die Menge n der natürlichen Zahlen ist abzählbar. So, weil die Liste, wo alle vorkommen, ist halt die da. 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Unendlich lange Liste, da kommen alle natürlichen Zahlen vor. Soweit einverstanden? Okay. Nächst krasseres Beispiel. Die Menge z der ganzen Zahlen ist abzählbar. Bei den ganzen Zahlen, da sind jetzt auch die negativen Zahlen dabei. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Mache ich nicht. Ich sage es noch kurz was. Das sollte die erste Stelle sein, wenn man noch nicht Abzählbarkeit vorher gekannt hat, weil man könnte normalerweise naiv denken, dass es mehr ganze Zahlen gibt wie natürliche Zahlen. Man könnte denken, es gibt doppelt so viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen. Aber das stimmt nicht, es gibt genauso viele wie natürliche Zahlen. Okay, also wie geht das? Ich mache jetzt eine Liste, wo alle ganzen Zahlen vorkommen, ja? Seht ihr? Das funktioniert, das System. So, haben wir eine Liste, die ist nur einmal unendlich lang, ne? Die hat einen Anfang und geht dann immer weiter. Und da kommen trotzdem alle ganzen Zahlen überhaupt vor. Also es geht. Ja? So sehen wir auch nochmal ganz plastisch, dass die Menge der natürlichen Zahlen und die Menge der ganzen Zahlen, dass die gleich groß sind. Denn wir könnten hier so Pärchen bilden, die beiden vordersten Zahlen, die beiden zweitvordersten Zahlen, die beiden drittvordersten Zahlen und so weiter. Und so sehen wir, okay, zu jeder natürlichen Zahl gehört eine ganze umgekehrt. Das sind zwei gleich große Mengen. Ja? Okay, also ist so.
Übungsaufgabe. Zeige, dass auch die Menge Q der rationalen Zahlen abzählbar ist. So, da könnte man jetzt noch krasser überrascht sein. Ne? Ich meine, Q, da sind alle Bruchzahlen drin, 3 Siebtel, 12 Zehntel und so weiter. Da könnte man denken, dass das jetzt wirklich, wirklich mehr geworden ist. Aber stimmt nicht, auch das sind nur abzählbar viele. Ja? Okay, und jetzt gibt es halt auch Mengen, die nicht abzählbar sind. Die heißen überabzählbar. Eine Menge heißt genau dann überabzählbar, wenn sie nicht abzählbar ist. Okay, und da das Beispiel geht auf Cantor zurück, ca. 1900. Die Menge R der reellen Zahlen ist nicht abzählbar. Oder also ist überabzählbar, ja? So. Oder die Menge Bool aller unendlichen 0-1-Folgen ist überabzählbar. Okay? Die sind wirklich, wirklich größer. Nochmal ein ganz starker Sprung, hallo, im Vergleich zu Q. Lasst uns auch dazu das klassische Argument rekapitulieren. Es wäre nicht fair von mir, wenn ich irgendwie sagen würde, überleg mal 2 Minuten oder sowas, weil das Argument hat einen Namen, das ist das Cantorsche Diagonalargument und Cantor hat halt irgendwie viele Jahre seines Lebens gebraucht, um darauf zu kommen. Beweis durch das Cantorsche Diagonalargument. Ein wirklich wunderschöner Beweis, ich hoffe, er wird euch auch gefallen. Unsere Behauptung ist, es gibt keine unendliche Liste, in der alle 0-1-Folgen vorkommen. Es gibt keine unendliche Liste, in der alle 0-1-Folgen vorkommen. Das ist die Behauptung, ja? Das bedeutet überabzählbar. Gut, wie beweisen wir das? Durch sowas wie Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass, wenn irgendjemand behauptet, dass die Menge der 0-1-Folgen abzählbar wäre, dann würde der also behaupten, dass er eine Liste kennt, eine Liste, erstes Element, zweites, drittes, viertes, wo auf dieser Liste alle 0-1-Folgen dran stehen, ja? Und wir zeigen jetzt, dass er lügt, indem wir, egal was seine Liste ist, ein Element hinschreiben, was definitiv nicht auf seiner Liste ist. Im Widerspruch zu seiner Behauptung, dass auf der Liste alle 0-1-Folgen vorkommen würden. Okay, denken wir uns mal nur als Beispiel aus, wie die Liste von diesem Typen, der behauptet, die Menge der 0-1-Folgen sei abzählbar, wie die aussehen könnte. Die erste Folge auf dieser Liste ist vielleicht diese hier. Ja? Keine Ahnung. Die nächste Folge auf seiner Liste ist vielleicht diese. Gut. Nochmal die nächste ist vielleicht eine ganz regelmäßige. Dann ist es schon eine Liste von Listen. Ja, ja, genau. Liste Bool schreibst. Nee, genau. Also die einzelnen Einträge hier sind Listen von Bools, also unendliche 0-1-Folgen. Achso, die Menge. Und die Menge solcher ist angeblich nicht abzählbar, behaupte ich. Und dieser andere Typ behauptet, nee, die ist schon abzählbar. Und weil er das behauptet, ist er also in der Lage, eine immer weitergehende Liste zu produzieren von solchen 0-1-Folgen, wo angeblich in dieser Liste, bisher haben wir die ersten 3 Elemente gesehen, da unten, alle Elemente vorkommen. Ja. So, machen wir noch ein kleines bisschen weiter. Keine Ahnung, wie geht das denn am schnellsten? Read per WE Print int rand 1 vor 1 bis 35, oder? Okay, das ist nicht besonders zufällig. So, nein. Weil es eine schöne Sprache. So, okay, gut. So fängt vielleicht diese Liste an. Und dieser Typ behauptet also, dass alle 0-1-Folgen in dieser Liste irgendwo vorkommen. Ja? Jede 0-1-Folge kommt irgendwo vor. Das ist seine Behauptung. Gut. Und die Behauptung stimmt nicht. Denn wir können eine neue Liste konstruieren, die ganz sicher nicht hier vorkommt. So, das geht noch nach unten weiter. So, eine Liste, eine 0-1-Folge, die sicher nicht in dieser Liste auftritt, ist folgende. Und deswegen heißt es Teil Diagonalargument. Wir gehen hier die Diagonale durch, ja? Hier durch. Wir gehen die Diagonale durch und nehmen immer die Zahl, die da gerade nicht steht. Hier steht eine 0, also tippe ich jetzt eine 1. Dann das nächste Element der Diagonale hier, das ist eine 1, also tippe ich die 0. Hier das nächste Element ist auch eine 1, also tippe ich wieder 0.
nächste Element ist hier 0, da 0 und 1, also tippe ich 1, 1, 0. Und nach demselben Schema mache ich immer weiter. Okay, dann halten wir zwei Dinge fest. Erstens, das ist wirklich eine unendliche 0-1-Folge. Zweitens, sie kommt ganz gewiss nicht in dieser Liste vor. Warum nicht? Naja, diese Folge hier kann nicht an der ersten Stelle stehen, denn sie unterscheidet sich ja von der Folge in der ersten Position, nämlich an der ersten Stelle. Diese Folge kann auch nicht an der zweiten Stelle in der Liste vorkommen, weil sie unterscheidet sich ja hier an der zweiten Ziffer. Sie kann nicht in der dritten Zeile vorkommen, weil sie unterscheidet sich in der dritten und so weiter. Ne? Seht ihr, wir haben den Typen ausgetrieben. Okay. Wirklich ein sehr, sehr schönes Argument. Und das Argument zeigt eben, die Menge aller unendlich 0-1-Folgen ist sogar überabzählbar unendlich groß. Und daher ist es eben nochmal krasser, dass eben dieses Haskell-Programm jetzt die Gleichheit von diesen Funktionen entscheiden kann. Okay? Gut. Jetzt sage ich mal, was ich hier noch implementiert habe. Ich habe zwei Funktionen for all und exists implementiert. For all und exists nehmen beide jeweils ein Prädikat, also sowas wie p, q oder r. Und dann gibt for all zurück einen Bool, je nachdem, ob das Prädikat, was man übergeben hat, auf allen 0-1-Folgen zu true evaluiert. Testen wir es. Zum Beispiel p. P steht da oben noch. P ist nicht auf allen 0-1-Folgen true, ne? Nur auf solchen, wo an der Position Nummer 3 und Position Nummer 5 true drin steht. Deswegen wird das auch false liefern. Ja? Wir können auch das umgekehrte Prädikat betrachten. Auch das ist false, weil es ja auch nicht immer, also not.p ist auch nicht immer true, weil p auch nicht immer falsch ist. P ist halt manchmal true und manchmal false, je nachdem, welche Liste wir einsetzen. Aber ein Prädikat, was wirklich immer konstant true ist, ist halt dieses hier. Ne? Und das sagt er mir auch. Und findet er alles in echter Zeit raus. Okay, und dann gibt es noch exists. So, das nimmt also ein Prädikat. Und jetzt kann es sein, dass das Prädikat doch immer false ist. Kann sein, ja? Dann wird nothing zurückgegeben. Es kann auch sein, dass es mindestens eine unendliche 0-1-Folge gibt, welche das Prädikat zur Erfüllung bringt. Und in diesem Fall wird just diese Liste zurückgegeben. Können wir auch testen. Nehmen wir unser Prädikat p. Unser Prädikat p war so definiert, dass es an Stelle 3 und an Stelle 5 true sein muss. Und aha, just, ja, dieses Prädikat ist erfüllbar. Und wir müssen folgende Folge nehmen, nur die ersten 10, ein Hoch auf Funktoren. 0, 1, 2 an der dritten Stelle true, 4, 5 an der fünften Stelle true. Nehmen wir noch dieses Prädikat, was einfach sowieso immer true liefert. Okay, also insbesondere liefert es true auf dieser Folge, ne? Und nehmen wir noch das Prädikat, was immer false liefert. Das ist nie erfüllbar. Das gibt nothing. Und hat alles in endlicher Zeit. Und sogar in schneller, kurzer Zeit. Okay. So, und das Herzstück von dem ganzen Ding ist aber eine Funktion, die den Namen Epsilon trägt. Und die müssen wir jetzt gleich gemeinsam implementieren. Epsilon nimmt, genau wie for all und exists auch, ein Prädikat. Und gibt eine gewisse 0-1-Folge zurück. Und die Bedingung, die dieses Epsilon erfüllt, den tippe ich gleich auf, ja? Also, wir werden jetzt gleich ein Epsilon programmieren. Von Bool nach Bool. Also nimmt ein Prädikat und gibt eine Liste von Bools zurück. Und die Aufgabe soll so folgendes sein. Falls sei p von bool nach bool ein beliebiges Prädikat, so, falls p erfüllbar ist, das heißt, falls es eine 0-1-Folge x gibt, sodass p x ist, ja, dann soll epsilon p irgendeine 0-1-Folge sein, sodass p von epsilon p. Das ist eine 0-1-Folge, eine Bool-Folge? Ja, eine Bool-Folge, ja, genau.
Also, falls das Prädikat überhaupt erfüllbar sein sollte, dann soll Epsilon P irgendeine 0,1-Folge zurückgeben, für die P wirklich gilt. Falls P nicht erfüllbar ist, das heißt, falls P von jeder Folge immer false zurückgibt, dann kann Epsilon P sein, was es möchte. Das ist, also ist keine wirkliche Einschränkung, nur das da müssen wir erreichen. Ja? Gut, und jetzt programmieren wir das. Das werden 3 Zeilen Code sein. Vielleicht programmieren wir es aber gleich erst und wir implementieren erst die anderen Funktionen, also das for all und exist damit. Ja? Okay, machen wir das exist. Fragen? Ja, dann sehen wir auch besser die Verwendung davon. Ne? So, hat jemand einen Vorschlag? Ja? Mit einem Lernfile-Ding. Ja? Generieren wir uns eben das Exist. Ja? Genau. Und dann gucken wir halt mit Exist, Lost Exist. Ja, genau. Schauen wir schnell, ob das funktioniert. Indem wir. Ist erfüllbar, wenn. Typchecker hat funktioniert, ne? Also hat alles, war alles richtig. Also P ist eher erfüllbar, wenn for all gilt, oder? Also das P, was wir hier reinstecken, ist nicht unbedingt erfüllbar. Wenn es halt nicht erfüllbar ist, dann kommt nachher raus. Aber wenn es erfüllbar ist, dann gilt for all. Und deshalb kannst du eben dann... Je nachdem, was du jetzt mit for all meinst. Also ein erfüllbares Prädikat ist eins, wo mindestens eine 0-for-1-Folge existiert, sodass das Prädikat ausgewertet auf dieser 0-1-Folge true liefert. Es muss aber man muss aber noch nicht auf allen 0-1-Folgen true liefern, nur auf mindestens einer. Und diese mindestens eine, die tun wir hier zurückgeben. Achso, ja, bei Netflix. Versuchen wir vor Ort. Ich habe gerade die Maus benutzt, ja, das war dumm. Vor allem nicht im sondern auch im TQI. Nee, es ist extern, ja. Ach so. Schau mal, ich habe hier ein ganz tolles Kontextmenü. Strick und rechte Maustaste liefert dieses tolle Kontextmenü. Und Strick und linke Maustaste liefert dieses. Und ich glaube, ich kann sogar noch Strick mittlere machen. Mittlere heißt linke und rechte gleichzeitig. Und dann kriege ich dieses coole Menü. Voll discoverable und so. Ja, und das gab es vor 30 Jahren, jetzt gibt es heute. Okay, wie implementieren wir for all? Ja. P. Ich glaube, das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig, aus folgendem Grund. Stell dir vor, es gäbe nur mal eine Liste, auf der P wahr wäre, aber nicht alle. Ja? Dann würde Epsilon P ja diese eine Liste zurückgeben und P von diesem Epsilon P wäre dann true. Das ist ja, genau. Also, was wir machen wollen bei dem for all ist, wir wollen dann und nur dann true zurückgeben, wenn P auf allen 0-1-Folgen jeweils zu true evaluiert. Not exists, oder? Ja, genau. Yeah. Not punkt is just punkt exists punkt f wird not. So, dann willst du das P natürlich davon weg haben, ja? Wenn das jetzt kommt hier. Können wir das auch in normal Text schreiben? Nee. Willst du sie genau lesen, die Fehlermeldung? Ich glaube, die kriegen das schon wieder, hin, ja? Das ist wieder irgendwas falsch. Ja, okay. Also merken wir uns das. Es gibt keine. Vielleicht hätte ich auch nur die Reader-Monade importieren wollen. Hättest du die Reader-Monade gebraucht dafür? In deiner Vorstellung? Ich glaube, die kam durch das F-Map rein, ja? Ja, vielleicht meintest du nicht fmap, sondern eher sowas wie das. Punkt. Ja. Schon mal kürzer, gell? Eher not. Ah, eher not Punkt, gell? Ja. Ha, kompiliert. Okay, also, was macht das? Machen wir es mal Punkt frei, ja, aber nur als Kommentar. Ja. Okay.
Punkte habt ihr jetzt, genau, richtig. Ja, du nimmst halt Sekunden. Genau, also das heißt, hinten kommt Log P, ja? So, das ist also, soweit wäre es also das Prädikat, was genau immer das Gegenteil macht von dem, was P macht. Jetzt schauen wir, ob es hiervon eine 0-1-Folge gibt, die dieses umgedrehte Prädikat erfüllbar macht. Was würde das jetzt heißen, auf das ursprüngliche Prädikat zurückgerechnet? Also, das hier heißt, es gibt eine 0-1-Folge, wo dieses Prädikat true liefert. Im Umkehrschluss heißt das, es gibt eine 0-1-Folge, wo das alte Prädikat P, um das es eigentlich geht, false liefert. Okay. Und wir fragen uns jetzt, gibt es nicht so eine Folge, ne, sodass das gilt? Also machen wir einen isJust, das ist jetzt true oder false, und davon eben das Gegenteil. So. Okay. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt ein logisches Prinzip. In der klassischen Logik lernt man. For all ist gleichbedeutend zu neg exists neg. Neg ist Negierung. Ja? Okay, gilt aber nur klassisch und deswegen bekommt Tim einen klassischen Logikpunkt. Das ist was Schlechtes. Den muss er erst wieder weggeben. Ja, also natürlich wusste er das, ja. Er hat die Blöde absichtlich aus sich genommen, um diesen klassischen Logikpunkt zu machen. Genau, er hat sich geopfert für uns alle. Ja, vielen Dank. Ja, genau, damit wir nicht haben müssen. Ich hab ihn nur abgetippt. Ja. Die Zeit hätte das konstruktiv. Es geht nicht konstruktiv. Genau, also diese Implikation gilt konstruktiv nur in eine Richtung, nämlich. Aber wäre dann das ganze magische Zeug möglich? Ja, schon, weil Bool hier ist nicht die Menge aller Wahrheitswerte, wenn du konstruktiv arbeitest, sondern nur die Menge der entscheidbaren Wahrheitswerte. Das sind die Wahrheitswerte, für die du weißt, dass sie stimmen oder nicht stimmen. Was eine echte Teilmenge ist, konstruktiv. Und für solche hast du klassische Logik und für solche gilt auch diese Form. Okay, also versuchen wir das Epsilon P zu implementieren, ja? Wir haben jetzt verstanden, was das Epsilon P so machen soll, ja? Okay, die Idee ist, das rekursiv zu machen. Ich schreibe mal hier ein anderes Prädikat mal hin, nur so in die Mitte und das muss dann später eingebaut werden. Und zwar dieses Prädikat hier. P.false.. Okay, was ist das für ein Prädikat? Da kommt eine unendliche 0-1-Folge rein, dann wird zunächst false nach vorne noch dran gehängt, vorne hingestellt, und dann wird geschaut, ob das ursprüngliche Prädikat P sagt, dass diese erweiterte Liste halt zutrifft oder nicht zutrifft. Okay? Und darauf können wir doch auch Epsilon anwenden. In der Hoffnung, dass unser zukünftiges Ich, was so diese Rekursion macht, da mit diesem Fall schon klar kommt. Ja. Okay, und jetzt müssen wir nur noch mit diesem X kunstvoll umgehen. Wir haben diesen Fall und wir haben den Else-Fall. Ja. Was müssen wir zurückgeben? Unter der Annahme, dass dieser rekursive Aufruf schon das macht, was er soll. Also Ziel ist es? Ja, wir können auf jeden Fall, wenn es wahr ist, false exist. Ja, genau. Ziel ist es, sollte P erfüllbar sein, dann einen Zeugen dieser Erfüllbarkeit zurückzugeben, also eine unendliche Liste, auf der P davon zu wahr evaluiert. Und daher war das hier so ein bisschen eine Pfandfrage, ne? Weil hier steht, falls P von na gut, dann haben wir doch so einen Zeugen gefunden. Dann müssen wir einfach nur zurückgeben. Sonst halt schon wahrscheinlich, weil könnte man denken, aber ist zu einfach gedacht und erfüllt dann die Anforderung nicht. Sonst müssen wir einen zweiten rekursiven Aufruf durchführen. Was haben wir jetzt gelernt über das vorderste Bit von einem hypothetischen Zeugen der Erfüllbarkeit von P? Es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder true xs ist quasi das, was dann erfüllbar ist, oder es geht halt nicht. Also oder es ist überhaupt nicht erfüllbar und dann müssen wir jetzt Epsilon und P.true Doppelpunkt, oder? Ja, genau. Den besten möglichen. Genau. Die wir
letzte Möglichkeit. Ja. Das geht quasi nur wegen Laziness dann alle, weil der sich tief reinwühlt in die Liste erstmal und dann Element für Element. Ja. Also wenn du da oben schreiben würdest, indiziere bei E 10 mal 10 hoch 35 Milliarden, ja. Dann wird es länger dauern. Genau. Also das Ganze kommt natürlich nicht von mir, ne? Das stammt in der Form von Martin Escaro, einem Typen, der mal auf dem grandiosen Blog von André Bauer publiziert hat. Und der hat auch gemeint, dass es so Spuren gibt, wo man das schon so zwischen den Zeilen erkennen kann, irgendwie 1920er Jahre, 1930er Jahre oder sowas, ja. Weil in Wahrheit ist das hier sowas ist rein Logisches, ja? Und das wurde halt schon früher gemacht. Auf jeden Fall, der hat sich da ein bisschen eingesteigert und hat versucht, das noch effizienter zu machen. Und während unser Programm hier nicht funktioniert, wenn das Prädikat bis auf 10 hoch 10 hoch 30 rauswertet, tut das sein Programm schon. Ja? Er hatte noch verschiedene Optimierungstricks. Geht quasi nur mit Prädikat. Von Bull nach Bull. Er hat das sogar nochmal stark verallgemeinert. Und dazu sage ich zum Schluss noch kurz was. Ich will nur nochmal kurz durchgehen, warum das jetzt funktioniert. Ne? Also erstens, warum checkt, dass es wirklich funktioniert. Kompiliert, passt, ne? Gut. Aber warum funktioniert es wirklich? Versuchen wir den Code hier zu verstehen, ja? Nehmen wir an, dass dieser rekursive Aufruf, wie gesagt, funktioniert und das ist eigentlich auch noch eine Sache, die man begründen muss, ja? Okay, also hier probieren wir mal Folgendes aus. Das ist ein neues Prädikat und zwar eines, wo, wenn eine Liste reinkommt, wird zunächst false davor geklemmt und dann wird geschaut, ob das ursprüngliche Prädikat P diese erweiterte Liste erfüllt. Okay, so und falls dieses zusammengesetzte Prädikat überhaupt erfüllbar ist, falls es überhaupt eine Liste gibt, sodass dieses Prädikat zu true evaluiert auf die Liste, dann gibt Epsilon ja diese Liste oder so eine Liste zurück. Und daher haben wir den ersten Fall hier verstanden. Jetzt der Else-Fall. So, wenn P von diesem Ding zu false evaluiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Prädikat P einfach nicht erfüllbar. Oder es ist schon erfüllbar, aber nicht, wenn das vorderste Bit der Folge false ist. Daher machen wir jetzt Folgendes. Wir erzwingen, dass das vorderste Bit der Folge true ist und lassen hier Epsilon laufen mit dem veränderten Prädikat, was auf jeden Fall den true vorne hat. Ja? Und so haben wir das. Das ist ein wichtiger Punkt, dass Haskell Lazy Evaluation hat. Man könnte das aber sonst retten, indem ich hier irgendwie ganz viele Funks aufbaue oder sowas. Ja? Es gibt noch einen viel schlimmeren, wichtigeren Grund, warum es wirklich immer terminiert. Den sage ich gleich, aber ich glaube, vorher testen wir es noch mehr als durch Liste kompilieren. Ja? Also ich habe es hier eben schon sehr neu geladen, will das nur mal testen. Vielleicht das for all nochmal. Ah, was hatte ich hier? Irgendwas, ja. Passt das? Also er sagt true. Was ist das Prädikat hier? Das prüft von der Folge XS, ob entweder die Bits bei Position 3 und 5 übereinstimmen oder sie nicht übereinstimmen. Okay, auf jeder Folge evaluiert das zu true. Und das for all hat das richtig erkannt. Ne? Wenn wir stattdessen aber sowas sagen, das ist nicht auf allen Folgen erfüllt. Und dann kommt auch wirklich false raus. Lass uns gerade auch noch die EQ-Instanz implementieren, ja? Okay. Habt ihr eine Idee, wie man das schreiben kann? Wann sind zwei Prädikate gleich? Wir bauen das Prädikat, das dann bei der Liste true ist, wenn wir im Q da zum gleichen auswerten. Genau. Und was muss dieses Prädikat können? Das muss vor Ort. Ja. Das finde ich eine tolle Sache jetzt, ja. Ich lese mal die mathematische Definition von P gleich Q vor und dann vergleiche das mit dem Haskell-Code. Die mathematische Definition lautet, zwei Prädikate P und Q sind dann und nur dann gleich, wenn für alle Eingaben XS gilt, dass PXS dieselbe Ausgabe produziert wie QXS. Wenn für alle Eingaben XS gilt, dass PXS dieselbe Ergebnis ist wie QXS. Das ja. Gut. Wenn wir jetzt aber mit R machen, dann können wir auch wieder diese Vergleiche machen. Also, keine Ahnung, vielleicht das konstante False-Prädikat, ist das dasselbe wie das konstante True-Prädikat?
Der Typ passt auf mich, ne? Habe ich wirklich neu gelernt? Aha, jetzt sagt er mir noch, ich brauche Flexible Instances. Wenn man so einen Funktionstyp keine Instanz geben kann. Ja, kann man das überhaupt? Ah, danke. Kann man überhaupt? Nö. Language. Ah, also. Danke. Aber Language ist schön, ja. Genau. So, jetzt geht's noch. Du brauchst Flexible Instances nur, weil ich hier quasi konkret diesen Typ vorgegeben habe und nicht allgemein gesagt habe, hey, wenn irgendwie A, wenn ich was IQ habe für A und für B, dann kriege ich das so und so hin. Ja. Okay. Also wir haben gesehen, es funktioniert. Lasst uns auch noch die Grenzen von diesem Verfahren testen. Also zum Beispiel, das hier, das gibt schnell eine Antwort. Das gibt auch noch schnell eine Antwort, aber das dauert immer länger, ne? Ich muss ja quasi 5000 Quadrat gehen, oder? Noch mehr. Das klingt noch mehr. Ich glaube, er muss sogar exponentiell mehr immer durchgehen. Ja. Aber jetzt hat er auch geschafft. Wenn ihr wollt, kann man noch eine kleine Optimierung machen, mit der das dann schneller geht. Ich lösche vielleicht diesen Code direkt oder ich komme hin oder sowas. So, ja. Und zwar, hier kommt false vor und da hinten kommt false vor. Ne? Das können wir, und hinten kommt dann, hier kommt das true vor. Das können wir auslagern. Ich habe es gleich mal vorbereitet. Hier. Also, anstatt eine if-Abweisung schon ganz am Anfang auf der ersten Ebene zu machen und je nachdem zu entscheiden, ob wir false oder true vorne hinschreiben, schreiben wir grundsätzlich h davor. Ja? Und es geht dann auf jeden Fall weiter mit epsilon von p.h. Das ist auch genau das, was wir hier in den beiden Fällen machen, weil wir im false-Fall machen wir auch p.false. Und im True-Fall machen wir p.true. Ja? Exakt dasselbe. Und was ist h? In diesem Fall sollte es false sein, in dem anderen Fall sollte es true sein. Das ist genau das, was wir hier durch erreichen. Ja? Was ist der wesentliche Unterschied? Also semantisch gar keiner, aber wir haben einen Unterschied in der Performance, weil hier muss das auf jeden Fall evaluiert werden. Dort dagegen nicht. Da kann das H auch erstmal lazy unbestimmt bleiben. Und wir können weiter in der Liste vorstoßen, soweit wir es brauchen. Und wenn ich das jetzt mal kurz kopiere und also hier einfüge und dann neu lade, dann geht das viel schneller. Oh, no. Ja? So, aber das geht jetzt auch. Vorher wäre das quasi gar nicht gegangen. Aber das ist überhaupt noch kein Vergleich mit dem, was Martin Escalo geschafft hat. Also der kann eben auch 10 hoch so viel und es ist immer noch instantan. Während das hier halt nicht mehr instantan ist. Ja? Also das geht schon das noch. Das Listen, ja. Tatsächlich so aussieht. Das ist die Show-Instanz, ja. Die versucht von vorne nach hinten. Selbst so Zeug, ja. Okay, jetzt müssen wir ein paar Sachen klären. Ne? Ich mache nochmal hier ist die alte. Wir müssen klären, was der tiefer liegende Grund dafür ist, warum das funktioniert. Ja? Und wir müssen auch erklären, warum wir jetzt noch kein Wundermittel geschaffen haben. Der Clou ein bisschen, darauf zieht sich alles auf, ist, dass unser Epsilon, egal welches, nur auf total definierten Prädikaten funktioniert. Also was wir implizit hier die ganze Zeit reinstecken, ist, dass unser Prädikat P auf egal welcher Liste in endlicher Zeit terminiert, und zwar mit false oder true. Das heißt, wir können nicht sowas implementieren wie für P, was irgendwelche Checks durchführt, von denen wir nicht genau wissen, ob sie immer terminieren. Sowas wie, gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge oder sowas. Wenn wir das so als 0-1-Frage kodieren, dann können wir nicht a priori wissen, dass das, das muss halt immer weiter durchgehen während die Liste. Das heißt, es braucht eventuell mehr als endlich Zeit, ne? Und auf solche sind also nicht totale Prädikate, solche fallen nicht in dieses Framework. Das ist der Grund, warum wir kein Wundermittel geschaffen haben. Es ist schon sehr geil, aber es ist kein Wundermittel. Okay,
Und jetzt der Grund, warum das funktioniert. Es stellt sich folgendes heraus, und das erkläre ich gleich noch genauer. Für jedes solche Prädikat P gibt es eine universelle Schranke M, sodass P nur die ersten M-Bits von dem Input anschaut. Ist nicht klar? Muss ich vielleicht begründen. Für jedes... Ja, genau. Also wenn P wirklich so ein total definiertes Prädikat ist, dann gibt es für jedes so ein P eine universelle Schranke M, sodass P nur die ersten M-Bits von dem Input anschaut. Immer nur die ersten M-Bits. Egal was der Input ist, nur die ersten M-Bits werden angeschaut. So, halte diese Einsicht fest. Jetzt verstehen wir, warum das dann terminiert. P braucht also M-Bits, ja, um dann auf jeden Fall zu einer Entscheidung zu gelangen. Wie viele Bits braucht dieses Prädikat hier, p.false:? Naja, eins weniger, ne? Weil die Liste wird ja kürzlich nochmal um eins verlängert. Das heißt, sobald wir m mal hier uns rekursiv aufgerufen haben, sind wir in der Situation, dass das dann übergebene Prädikat kein einziges Bit braucht, um zu entscheiden, ob es immer true oder immer false sein wird. Und an dieser Stelle hört dann die Rekursion auf. Ja? Das da ist dann einfach entweder true oder false und wir sind am Ende. Also das ist der Grund, warum es funktioniert. Für jedes Prädikat P gibt es eine universelle Schranke, sodass nur die ersten so und so viele Bits eine Rolle spielen in der Entscheidung, ob das Prädikat true oder false wird. Jetzt ist die Frage, warum? Also warum gibt es immer so eine universelle Schranke? Und das ist ganz witzig, weil die Antwort dafür braucht Topologie. Ja? Aus dem, also der mathematische Teilgebiet der Topologie. Und zwar ist es so, alle Funktionen, die man in Haskell implementieren kann, sind automatisch stetig. Stetig in der Schule für Funktionen von R nach R heißt, ich kann die Funktion malen, ohne mit dem Stift einmal auszusetzen. Die hat keine Sprungstellen. Also sowas hier wäre stetig, dagegen sowas absetzen, oben weitermachen, das wäre nicht stetig. Ja? Das ist der Begriff der Stetigkeit. So, den kann man wahnsinnig verallgemeinern. Insbesondere, dass er auch auf Funktionen anwendbar ist von diesem Typ, Bool nach Bool. Ja? Gut. Und dann stellt sich eben heraus, in Haskell ist es mir nur möglich, stetige Funktionen zu implementieren. Oder halt solche, die nicht terminieren und sowas. Ja? Aber wenn ich möchte, dass alles terminiert, dann kann ich nur stetige Funktionen implementieren. Daher steckt auch nochmal mehr dahinter, weil in der konstruktiven Mathematik, da gibt es dasselbe Phänomen. In konstruktiver Mathematik ist es mir nicht möglich, eine unstetige Funktion hinzuschreiben. Ihr könntet einwenden, dass ihr sofort ein Beispiel kennt. Beispiel für eine unstetige Funktion. Aber ich werde euch davon überzeugen, dass man diese Funktion nicht wirklich hinschreiben kann in konstruktiver Mathematik. F von R nach R. X geht auf. If X kleiner 0, then minus 1. Else if X gleich 0, then 0, else 1. Ja, das ist die Signumsfunktion. Die verläuft so. X-Achse, Y-Achse. Ja. Okay, und sie ist am Anfang ist sie minus 1, dann ist sie 0 und dann ist sie plus 1. Die ist nicht stetig, weil sie hat einen Sprung. Aber ich kann diese Funktion auch nicht hinschreiben in konstruktiver Mathematik, denn die Fallunterscheidung ist nicht vollständig. Die Definitionsmenge von dieser Funktion ist nur die Teilmenge der reellen Zahlen, die kleiner als 0 sind, gleich 0 sind oder größer als 0. Aber konstruktiv kann ich nicht zeigen, dass das ganz R ist. Und deswegen ist es keine total definierte Funktion und deswegen war das quasi gecheatet. Ja. Okay, also alle Funktionen sind stetig in konstruktiver Mathematik und ebenso in Haskell. Alle Funktionen sind stetig. Gut. Letzter Teil des Arguments. Wenn man Stetigkeit genau sich anschaut, was es in diesem Fall von diesen Funktionen bedeutet, dann heißt es nicht das, was ich vorhin gesagt habe mit es gibt eine universelle Schranke M, sodass P nur die ersten M-Bits anschaut. Es gibt allerdings noch einen anderen Begriff statt Stetigkeit, der schon zu dieser Universalitätsaussage geblendet ist. Und das ist der Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit. Ja? So eine Funktion ist genau dann gleichmäßig stetig, wenn es eine Schranke M gibt, sodass diese Funktion nur die ersten M-Bits ihrer Eingabe benötigt, um ihre definitive Ausgabe zu berechnen. Und jetzt gibt es in der Topologie folgenden Satz. Jede Funktion, die auf einer kompakten Menge definiert ist und die stetig ist, ist schon gleichmäßig stetig. Jede Funktion, die auf einer kompakten Menge definiert ist und stetig ist, ist schon gleichmäßig stetig.
Okay. Und warum ist das anwendbar? Weil diese Menge hier, Ecke, Klammern, Bool, Menge der unendlichen 0, 1 Folgen, ist eine kompakte Menge. Daher kann ich diesen Satz aus der Topologie anwenden, weiß, dass die Funktion gleichmäßig ist und ich habe alles verstanden, worum es geht. Was heißt kompakt? Im anschaulichen Fall, dass du eine Teilmenge vom R auf 2 hast oder vom R auf 3 oder sowas, würde kompakt bedeuten abgeschlossen und beschränkt. Beschränkt heißt, die Menge erstreckt sich nicht in irgendeiner Richtung unendlich lange. Also beschränkt heißt, es muss wirklich in irgendeine riesige Kugel passen. Und abgeschlossen heißt, ihr Rand muss dazugehören. Ja? So unendlich. Also genau, eine kompakte Menge darf durchaus unendlich viele Elemente enthalten. Trotzdem kann sie kompakt sein. Ja? Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, also eben nur im R hoch 2 oder R hoch 3, nicht in diesen komplizierteren Fällen. Ja? Stellt euch das Intervall vor von 2 bis 7. Beide Endpunkte dazugehört. Das ist kompakt. Dagegen das Intervall von 2 bis unendlich ist nicht kompakt, weil es nicht beschränkt ist. Und das offene Intervall von 2 bis 7, wo 2 und 7 beide nicht dabei sind, das ist auch nicht kompakt. Das ist zwar beschränkt, aber der Rand von diesem Intervall, das wären die beiden Randpunkte, die liegen ja nicht mit drin und deswegen ist es nicht kompakt. Okay. Und was man hier also mitnehmen kann, ist quasi Folgendes. Wenn man sich fragt, ob man zwei Funktionen miteinander vergleichen kann im Computer, ja, dann ist es keine relevante Frage dazu, kein relevantes Kriterium, ob die Definitionsmenge unendlich groß ist oder nicht. Sondern die relevante Frage ist, ob die Definitionsmenge kompakt ist oder nicht. Ja? Okay, und diese Menge, Typ der unendlichen 0,1-Folgen, die ist halt kompakt. Und daher geht das. Andere Mengen sind nicht kompakt und für die geht es nicht. Insbesondere zum Beispiel, und das hat quasi Turing gezeigt, die Menge NAT der natürlichen Zahlen ist auch unendlich groß, ist sogar nur abzählbar unendlich groß, ist aber nicht kompakt. Das heißt, wir könnten diesen ganzen Spaß hier nicht wiederholen für Funktionen von NAT nach Bool. Wir können also nicht sowas wie Epsilon implementieren für Funktionen NAT nach Bool statt Folgen von 0, 1 Folgen nach Bool. Sowas wie statt sowas wie. Ja. Genau, danke. Das ist eben ganz verblüffend, ja, weil man könnte denken, dass es für diesen Datentyp noch viel schwieriger ist, weil der ist überhaupt unendlich groß. Der ist nur abzählbar unendlich groß. Aber das ist gar nicht eine relevante Frage. Kompaktheit ist die relevante Frage. Der ist nicht kompakt, der schon. Deswegen geht es für den und nicht für den. Die interessanteste Frage ist doch für sowas wie Tree. Data Tree ist gleich Tree und dann rekursiv. Und das ist kompakt. Ich habe nicht so lange drüber nachgedacht. Kann das jemand bestätigen? Die Frage ist, was du bei deinen Nodes über Daten betrachten darfst. Ja, sagen wir mal, gar keine Leaves, sondern unendliche. Ja, klar, wenn wieder hinten dran hängt, ist das. Ja, genau. Also sagen wir unendliche Bäume, wo bei jedem Verzweigungspunkt eine 0 oder eine 1 dran sitzen darf. Zum Beispiel, also wo ein kompakter Wert dran hängt. Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht, will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist kompakt. Ich glaube, damit geht es auch. Womit es auch zum Beispiel geht, ist. NAT Stern ist kompakt. Was meine ich damit? Damit meine ich die Einpunktkompaktifizierung von NAT. Das heißt, anschaulich ist das 0, 1, 2, 3 und so weiter und alle natürlichen Zahlen und dann noch ein Element plus unendlich. Ja? Das muss man ein bisschen genauer noch machen, aber dann kann man sich überlegen, dass das kompakt ist und für solche Funktionen geht es dann wieder. Vielleicht so ganz grob als Idee. Wenn man versucht, naiv hierfür so ein Epsilon zu implementieren, wird man irgendwann in den Fall kommen, dass man nicht terminiert. Aber dieser Fall wird hier quasi aufgesammelt, indem man stattdessen Infdi zurückgibt. So ganz grob. Ja. Kannst du mal den Datentyp hinschreiben? Ja. Dann sieht man schon gleich, was du mit dem Ending bist. Ah ja, okay. Ja. Data, NAT, Stern. Stern darf ich nicht tippen. Tipp ich trotzdem, ja. Ist gleich 0 oder sagt NAT Stern. Ja.
Okay, und dann gibt es zum Beispiel die Zahl 0 hier drin, 0 ist 0. Es gibt die Zahl 1, die ist suck 0. Es gibt die Zahl 2 und so weiter. Und es gibt auch die Zahl infty. Und die ist halt suck, suck und so weiter. Also, ich glaube, ich kann das schreiben als fix suck. Kann ich das so schreiben? Ja. Also als suck infty schreiben. Wie bitte? Als suck infty. Das kann ich auch machen, ja, das ist weniger wichtig. Ja, also infd gleich suckinfd, das kann ich machen. Das ist dann ein fertiger Typ Wert, aber das ist halt einer, der so ein bisschen Nichtterminierung aufsammelt. Ne? Und durch diesen Trick kriegt man das hin. Okay, lass mich überlegen, ob ich noch was Wichtiges... Das schaut doch aus, fast wie... Ja, das ist ja Definition von der Cons. Ja. Genau, Nudge ist nämlich sowas wie Liste von Voids, ne? Mhm. Und natürliche Zahlen sind also nicht unendliche Listen, sondern noch ein bisschen mehr. Genau. Ja. Aha. Ja, also diese Nudge-Sternzahlen, genau. Weil natürliche Zahlen an sich sind noch ein bisschen mehr, weil man Infinity ja immer ausschließen muss. Oder? Ja, deswegen sind sie weniger, weil du ein Element weniger hast. Also, sie sind gleich groß, aber. Ja, ich wollte noch eine kleine Sache, glaube ich, noch sagen. Ich glaube, mehr wollte ich gar nicht sagen. Nämlich, woher weiß ich sofort, dass dieser Datentyp hier kompakt ist? Das liegt daran, weil ich das Theorem von Tychonoff kenne. Tychonoff sagt, das Produkt von unendlich vielen kompakten Räumen ist kompakt. So, nun weiß ich, dass der Raum Boole kompakt ist. Denn Boole ist ein endlicher Raum. Endliche Räume sind immer kompakt. Okay, und das ist nichts anderes als ein unendliches Produkt von Bools. Das kann ich mir auch vorstellen als ein unendlich langes Tupel. Da ein Bool, da ein Bool, da ein Bool. Okay, und der Satz von Tychonoff schenkt dir sofort die Kompaktheit. Kreuzbund. Ja, Kreuzbund, genau. Oder halt Tupel, Tupeltyp. Ja. Ich finde das ganz toll, ne? Also offiziell ist das hier der Haskell-Ding, ne? Aber in Wahrheit habe ich gerade Topologie betrieben. Das finde ich eine tolle Sache und es hat halt wirklich Anwendung. Ja, das ist jetzt ein Vorteil, wo du nicht Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht bin ich schuld. Ja, genau. Ja. Ja. Aber nicht explizit. Ich sorge dafür, genau. Ja. Gut. Also, wie geht es ab jetzt weiter? Ihr müsst unbedingt euch diesen Blogpost anschauen, der verlinkt ist auf dem Blog von André Bauer, von Martin Ascardo. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen weiter reinklicken und reinsteigern. Aber auch auf dem Korrektur. Ja, klar. Ich verlinke das natürlich. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.